Ja, was willst du als nächstes wissen? Ich hatte gehofft, du wirst mir deine Ansicht über den Oberherrn darlegen. Ein gefährliches Interesse. Welche Fragen plagen dich denn? Was ist Kyros? Sie neigt ihren Kopf leicht nach rechts. Der Oberherr? Was soll das heißen? Ist Kyros ein Mensch? Ich könnte darauf wetten, dass Kyros weder Tiermensch noch Geist ist. Sie zuckt mit den Schultern. Und darüber hinaus sind die Archonten menschlich? Denk mal an Nerads Stimmen. Könnte man ihn als menschlich bezeichnen? Sie schüttelt den Kopf. Selbst wenn er keine grüne Flammensäule wäre, selbst wenn in seinem Bronzekopf nicht der Verstand dutzend herumspuken würde. Wenn man Jahrhunderte alt ist, wie menschlich kann man da schon sein? Fragen wir nochmal. Ist Kyros ein Archont? Überrascht hebt sie eine Augenbraue. Nicht im herkömmlichen Sinne. Kyros einen Archonten zu nennen, kann auch als Verunglimpfung des Oberherrn angesehen werden. Also als eine Art beleidigender Untertreibung. So wie die Archonten über uns bloße Menschen stehen, steht Kyros über den Archonten. Was ist die Quelle von Kyros Macht? Wahrscheinlich Edikte. Politisch oder mystisch gesehen? Nicht, dass man das wirklich trennen könnte. Die politische Autorität kommt von der mystischen Macht in Verbindung mit der militärischen Macht. Was ist die ursprüngliche Quelle der mystischen Macht? Wie konnte es dem Oberherrn möglich werden, Edikte zu verkünden? Ich glaube, es gibt nur eine lebende Person, die diese Fragen beantworten könnte und die Suche nach diesen Antworten könnte das eigene Leben dramatisch verkürzen. Ja, Kyros selbst fragen. Mehr wollte ich vorerst nicht wissen. Sie nickt. Wenn du während deiner kleinen Runde durch die Stufen auf weitere Fragen stößt, kannst du jederzeit zu mir kommen. Dann leb mal wohl. Gut, das hat sich jetzt etwas hingezogen, aber wir haben ja Zeit. Da ich sowieso das Gefühl habe, dass wir uns langsam auf der Zielgeraden befinden, weil wir sind jetzt im letzten Akt angekommen, im dritten Akt. Und ich denke mal, abgesehen von der Kakophonie haben wir auch noch nicht mehr viel. Schicksalsbinde zu bis zurück. Rogalos mustert dich von oben bis unten mit unergründlichem Ausdruck. Du siehst so aus, als hättest du Fragen, die ich entführen soll. Frag, ich fühle mich großmütig. Ja, wie wird das Gericht wohl ohne blinden Mark zurechtkommen? Besser als je zuvor, hoffe ich. Ohne die zuverlässige Hilfe eines unbezwingbaren Assassinen werden wir früher oder später bestimmt ins Straucheln geraten. Wenn das Gericht erwartet, weiter Beistand zu haben, muss es stärker werden und diese Art von Veränderung ist immer willkommen. Gut. Dann reden wir mal mit Thunon. Archon, change has come to the Tears, and in time it will reach the Empire itself. You are the agent of that change, and even I could not have predicted what impossible heights you would reach. Archon, die Stufen haben sich verändert, und zu gegebener Zeit wird das gesamte Reich es ihnen gleich tun. Du bist der Ursprung dieser Veränderung, und sogar ich hätte nicht vorhersehen können, welche unmöglichen Höhen du erklimmen würdest. The time has come to take up the gavel and usher in a new age of structure and law to the Tears. Die Zeit ist gekommen, um den Richterhammer zu nehmen und ein neues Zeitalter der Struktur und des Gesetzes in den Stufen zu beginnen. Wow, da sind jetzt viele Leute. You will henceforth define justice for the rest of us. I will follow your lead. And endeavor to follow your design. Von diesem Tag an werdet ihr Gerechtigkeit für uns definieren. Ich werde eurer Führung folgen und danach streben, euch eurem Entwurf Folge zu leisten. Nehmen wir das erste. As the ruling Archon of the Tears, I submit to your authority and thank you for bringing order out of chaos. Ich akzeptiere euch als regierenden Archonten der Stufen und ergebe mich eurer Herrschaft. Ich danke euch dafür, dass ihr Ordnung ins Chaos gebracht habt. Ja, wie alle jetzt vor mir niederknien. Sogar tun. Represent the strength of law. Be the example the Tears require, the force that keeps them together.
and the hope for their future under one rule. Geht und versinnbilligt die Stärke des Gesetzes. Seid das Beispiel, das die Stufen brauchten. Die Kraft, die sie zusammenhält und die Hoffnung für die Zukunft unter einer Herrschaft. Let your justice know no mercy but that which you impose. Civilization itself will bend according to your design. Never forget this. Euer Recht soll keine Gnade kennen, außer der, die ihr gewährt. Die Zivilisation selbst wird sich eurem Entwurf beugen. Vergesst dies niemals. Ja. Und wir haben abschließendes Urteil abgeschlossen. Right. So, mit Tunnel können wir jetzt nicht mehr reden. Jetzt können wir mal kurz gucken, ob die drei noch was Neues zu sagen haben. Jetzt da ich hier der Chef bin. Das nächste werde ich mal kurz gucken. Habe ich irgendeinen Helm? Nein, ich habe keinen Helm. Da muss ich in meinen Schmiedeturm gucken, ob ich da einen Helm kaufen kann. Jetzt hast du also sogar den mächtigen Tunnel davon überzeugt, sich vor dir zu verneigen und deine Vision der Gerechtigkeit anzunehmen. Viel Glück mit deinem neuen Titel, Buenoir. Ich kann nicht sagen, ob ich dir bis ans Ende folgen werde, was auch immer dir vorschwebt. Aber ich werde beobachten und es nach meinem Ermessen entscheiden. Komm, lass uns offen sprechen, ja. Was sagt sie? Ich weiß nicht, was beeindruckender ist, dass Tunnel sich vor dir erniedrigte oder dass du es geschafft hast, so tief unter seine Haut zu gelangen. Ich habe versucht, ihn in der Vergangenheit zu meinem Vergnügen in Diskussionen zu verwickeln. Aber du hast einen Beruf daraus gemacht. Ja. Du hast den Richter höchst selbst dazu gebracht, vor dir zu knien. Rogalus grinst beeindruckt. Beeindruckend. Die letzte Person, die das getan hat? Nun ja, genug gesagt. Du siehst so aus, als hättest du Fragen. Ja, er ist gerade großmütig. Aber mit Tunungen selber kann ich nicht reden. So, ich werde jetzt den Geisterbannhelm zurückgeben gehen. Und mal in meinen Türmen nach dem Rechten sehen, mir mal da mein Zeug abholen. So. Und dann wird es irgendwann Zeit, in die Kakophonie zu gehen. Also erst hierhin. So, was hast du für mich? Wie steht es um deine Forschung? Ja. Ja, ein Rezept fürs Lazarett. 6 Schriftrollen. Dann fragen wir mal nach was zum Erforschen. Erforschen wir mal weitere Edikte erforschen. Ja, ich erforsche ein Edikt. So, Letians Kreuzung. Das wäre jetzt schnell. Oh, die salutieren von mir. Ja, das Gericht wird sich orientieren. Oh, ich könnte dann noch mal nach Ehren in der Esse gehen.
Mal sehen, wie Ash darauf reagiert, dass ich jetzt die Kontrolle übers Gericht habe. Oder wie sie darauf reagiert. Guten Tag, Schicksalsbinder. Ja. So, ich bringe dir den Geisterbannhelm zurück. Schicksalsbinder, du erstens mit deiner Anwesenheit, ja. Was habe ich deinem Besuch zu verdanken? Ausgehend von dem, was du in Windrins Brunnen getan hast, dachte ich, du hättest Kyros den Thron schon abgenommen. Jeder Mann in den Stufen redet über den Schicksalsbinder und seine unendliche Macht. Was kann ein Dorf wie Lithians Kreuzung dir jetzt noch bieten? Aber genug von dem Gerede. Wie ich sehe, hast du die Archonte der Lieder aufgegabelt. Er verbeugt sich leicht vor Sirin. Du nimmst sie schon mit dir, oder? Niemand hat mich aufgegabelt, alter Mann. Sirin schaut Eldian wütend an. Ich kann es kaum erwarten, euren stinkenden, abgelegenen Handelsposten verlassen zu können. Natürlich, Herrin Archontin. Eldian kratzt sich am Hinterkopf. Wir wissen eure Gegenwart hier in der Kreuzung stets zu schätzen. Er räuspert sich und wendet dir seine Aufmerksamkeit zu. Darf ich dir ein paar Fragen stellen? Nein. Ich fürchte, ich werde mich hier bald verlaufen. Okay, ich kann ihn dem Helm nicht zurückgeben. Oder muss ich ihn da zuerst abnehmen? Oh, und ich habe ein bisschen Tant im Inventar. So. Ja, ich habe entschieden, den Geisterbannhelm bei euch zu lassen. Danke, Schicksalsbinder. Durch deine Großzügigkeit stellst du sicher, dass die Leute in der Kreuzung in Frieden arbeiten und ausruhen können. Ich habe Zorn in Lithians Kreuzung verloren? Ich hatte Zorn in Lithians Kreuzung? Ja, du hast Eldian den Geisterbahnhelm übergeben, um die Kreuzung zu schützen. Mhm. So, damit haben wir die Sache erledigt. Da geht es jetzt erstmal zum Turm des Berges, weil da habe ich meine Rüstungshändler. Mal sehen, ob die mir einen gescheiten Helm verkaufen können. Oder ich gucke einfach mal kurz, wo ich Händler habe. Einhandwaffen, ein Skilllehrer, ein Schicksalsbinder, der verändern kann. Ja, Leichenauge vielleicht. Aber ich denke, hier habe ich mehr Glück. Schmied der Bronzenbarre, Schmied der Eisenbarren, Skilllehrer, ein Händler, der auf einzigartige Waffen spezialisiert ist. Hier, ein Händler, der auf leichte Rüstungen spezialisiert ist. Und die beiden haben eh andere Sachen. Gut. Das heißt, ich muss halt wieder hier zurück. Und hier wird gerade mein neues Edikt erforscht. So, ich... So, jetzt aber. Okay, das heißt, das nächste ist... den Turm. Von da aus geht es dann nach Irene Esse weiter. Mal kurz mit Graven Ash reden. Dann klappe ich noch die anderen beiden Türme ab, die ich noch habe. Dann geht es zurück zum Turm des Berges. Da sehe ich, der Wart ein Edikt vor den Latz knallen kann. So. Barren und
Barren nehme ich gerne.